Ich sag jetzt mal nicht, wonach das aussieht. Moin. Guck mal hier. Der Raum ist fertig. Hier mit Bühne. Ich habe jetzt mal, das sind Tische. Hab die einfach mal so im Boden gelegt und als unterschiedliche Farbe so ein bisschen weiß. Deswegen ist auch die Beleuchtung hier so ein bisschen hässlich. Habe mich jetzt auch dazu entschieden, hier kein Rednerpult hinzustellen, sondern einfach hier so einen kleinen Schreibtisch, wo man dann ein bisschen was ablegen kann. Und dann hier kann man dann schön Rede schwingen. Das kann ich ja auch besonders gut. Nein. dann gibt's hier einmal ein bisschen kleine Ecke irgendwie zum gemütlich hinschillen. Na, bevor die Sitzung dann anfängt, können dann hier die Chefs noch mal ein bisschen Kaffee trinken. Ist halt ein bisschen blöd, dass hier so eine Glaswand dazwischen ist, aber das ist halt so. Ja, dann hier, wie schon gesagt, bisschen Bücherregal, bisschen Beleuchtung vernünftig. Hier so ein bisschen Garderobenständer und dann war es das im Grunde genommen auch schon. Gibt jetzt Geländer, beziehungsweise habe ich mach mal hier Licht, dann sieht man das ja nicht. Beziehungsweise habe ich jetzt erst festgestellt, dass es Geländer gibt und habe die dann gleich mal hier irgendwie rangebaut. Das gibt dem Ganzen doch noch mal so ein bisschen was, ne? Habe ich sowohl hier oben gemacht als auch hier und selbstverständlich auch hier unten. Und ich denke, das ist ganz schön so. Dann, hier, das ist übrigens der Tisch. Dann, ja, es hat sich rein überhaupt nichts getan. Ist alles noch so wie vorher. Aber wo ich gerade mal hier bin, räume ich gleich mal ein bisschen auf. Dann, wo erstmal ein Häppchen essen und ein Schlückchen trinken. Na, schon praktisch, dass man die stecken kann. Ineinander stecken. Ah, ja, hier wollte ich ja noch mal heller machen. Na, hier, Garderobenständer, Tisch und alles toll. Alles schön, alles gut. Hier unten geht's runter. Hier geht's runter, hier geht's runter. Hier geht's rüber. Miau. Die hat sich doch auch verändert, die Bank, oder? Ich gehe auf den Strich. Ah, witzig, witzig. Nein. Ja, dann letzte Woche war nicht so ganz motiviert, genauso wenig wie diese Woche motiviert ist, aber ich mach's trotzdem, weil ich's kann. Ich wohne hier immer mehr im Wald, kann das sein? Na gut, ich pflanze ihn letztendlich auch selber an, also von daher passt das schon. Hier hinten geht's hier auch weiter, ne? Guck mal, hier ist nämlich. Ja, genau, jetzt wird's Nacht. Oh, wer ist denn da? Na, wer haben wir denn hier? So schön. So, dann hatte ich ja gesagt, ich wollte mal irgendwie so eine Burg oder so ein Dings nochmal wieder nachbauen. Ich glaube, das werde ich einfach hier drauf pflanzen, oder? Ich werde hier so drüber, hier kommt dann sowieso alles irgendwie Stein und hast du nicht gesehen. So riesig wollte ich es natürlich nicht machen, aber eventuell kommt das Ding dann. Obwohl, ist noch relativ nah dran, ne? Weil hier hinten ist ja sonst auch nichts weiter. Oh, guck mal, da ist noch einer. Pau. Pam. Aufs Maul. So, Schäfchen, komm mal her. Oh, Entschuldigung. Was war denn das hinsetzen hier? Ah, Sitzball ist schon schön. So, guck mal, hier muss man noch weiter brennen. Ja, komm rein damit. So, 70 davon. Wird langsam eng hier, würde ich sagen, ne? Also irgendwie passt das hier noch nicht so richtig. Irgendwie so anders hinsetzen hier. Okay, so schön, wieder schön gerade und erstmal ein Schlückchen trinken. Nein, diesmal nicht. So, das Zeugchen hier, das hier. Ah, die kann man da auch irgendwie, da ging da irgendwas mit, ne? Die kommt man da irgendwie zusammen und hast du nicht gesehen? War das Stahl und Kupfer oder Zinn und Kupfer? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man da was anderes draus machen. So, nee, die waren es schon mal nicht, ne? Ich weiß nur, dass es klappt. Das war irgendwas mit Kupfer. Egal, vielleicht sollte ich eine zweite Kiste anfangen mit. Warte mal, ich glaube, ich habe eine Kiste mit Bergbauzeug.
Tastatur, hallo, E, ne? Genau, danke. Erstmal werde ich hier wieder ordentlich was hindrehen. So, passt wieder. Passt wieder. Passt wieder. Guck mal, da ist nämlich die Bergbaukiste. Nein. 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 Mit der Schaufel, ne? Ja. So, passt so. Hier drüben war in Ordnung, ne? Genau, und hier ist die Bergbaukiste. Hatte ich da jetzt eigentlich auch schon Wertvolles reingetan? Nö, ne? Ich hatte nur hier den ganzen anderen Scheiß hier irgendwie abgelegt. Ich glaube, das Wertvolle... eigentlich müsste ich dafür eine Kiste machen. Wollte ich aber nicht zu weit weg machen. Jetzt muss ich doch noch aufstoßen. So, da links hier und... Ich nehme das da jetzt alles mit rüber und tue das da alles in die Kiste. Das ist dann... Passt schon. Ich finde ja eh wieder neu. Boah, dieses Update, ey. So, dann rüber hier. Miau. Pling. Oh, das hier mal vernünftig einsortieren. Also, Steel. Steel. Tin. Silber. Golde. Und hier, Kupfer. So. Das hier mal hinten tun. Doch, dann werde ich hier schön runtergehen mit den ganzen Materialien und das hier so langsam auffüllen. Wobei es echt viel wird auf die Dauer, ne? Vielleicht mache ich da doch mal irgendwann mal was mit. Hier links, da links. Vor allen Dingen kann ich jetzt mal so langsam in die Richtung gehen und meine Dingskiste hier mal ausmüllen wieder. Nee, kann ich nicht. Doch, hier, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Die Münzen, ja, kommen. Da habe ich eh keine neuen mehr bekommen inzwischen. Ich glaube, das hat sich erledigt mit den Münzen. Oh, die schmeiße ich gleich mal weg. Das kommt auch noch mit. Was will ich denn mit den ganzen Dschungelsetzlingen hier? Bisschen Gras noch pflanzen. Ja, da ist wieder Gras über die Sache gewachsen. Halt die Fresse. Okay. So, wir können ja mal ein Experiment machen. Ich werde hier an die Ecke ein Stück Gras hinsetzen. Und werde einfach mal beobachten, was sich hier drumherum tut. Ich werde das wahrscheinlich sowieso vergessen, aber ihr seid ja schlaue und kluge Zuschauer. Und könnt mich dann bestimmt doch mal dran erinnern, wenn hier was gewachsen ist, ne? Danke. So, den restlichen Kram werde ich erstmal entsorgen gehen hier. Ja, da habe ich ja... Moment, da habe ich ja eine Kiste für. Kurz mal hinlaufen. Ach nee, das war die Dingskiste hier, ne? Hier war die Kiste. Diese hier. Nein, scheiße. Diese hier, ja. Weed. Weed. Ja. Blaubeeren. Hallo, Ina. Ja, den Rest werde ich wohl erstmal behalten. Weil ich's kann. So, hier oben waren wir stehen geblieben. Miau, Plock. Ja, Kaktus, das Zeug. Das Zeug und das Zeug. Tada, Kiste leer. Ja, eine Axt brauche ich noch. Dip, 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 plopp. Das ist so ein abschließbarer, ne? Da könnte ich ja auch wertvolle Sachen reintun. Ich könnte sie aber eigentlich auch wegschmeißen, weil ich sowieso nicht mit mehreren Leuten auf dieser Karte hier spiele. Und von daher ist das eigentlich völlig egal. Ja, komm, drauf geschissen. Drauf geschissen. Drauf geschissen. Das kommt übrigens von meiner Mod, die nach wie vor gut funktioniert. Und ich habe sie nur lange nicht mehr genutzt. So, komm weg. Oh, hier, das Mese schon wegschmeißen. Nee, nee, nee. Mese brauche ich ja noch für Mese-Sachen zu bauen. Und tolle Sachen mitmachen. Gut, so, nachdem das hier weg ist... Wächst du? Wächst du? Nachdem das hier weg ist, sollte hier dann auch demnächst wieder Erde sein. Und dann passt das dann. Dann... Jetzt wieder hell. Da hinten. Das ist die Katze. Dede.
Tede, nein. ja, erstmal gegen den Baum laufen, genau. So, hier runter. Ich hab dich längst gesehen, Freundchen. Ich hab dich längst gesehen. Du verbrennst doch gleich sowieso, oder? Wollen wir hier mal reingehen? Aua. Komm mal mit. Dann verbrennst du auch nicht. Ist das gut so? Ja? So? Pam. Ups. Ja, so ist gut, glaube ich. Einmal auffüllen. Dann hier rum, da ist alles schön, da ist alles schön. Langsam könnte man die Fackeln hier mal wegmachen, oder? So. Überhaupt müsste ich den Eingang mal vernünftig bauen hier, ne? Es ist immer noch so der Ruineingang. Wobei das ja auch nicht so schlecht ist, ne? Also ganz ehrlich, so hässlich finde ich das nun auch nicht. Aber nein, da muss ich mir mal irgendwo was ausdenken. So, das Haus war soweit durch. Na, dann, nein. Kakao. Ich sage ja zu deutschem Kakao. Da kommt übrigens, soweit ich das weiß, immer noch aus Bronsfeld. Da steht halt nur nicht mehr drauf. Oder wo kommt der jetzt her? Warte mal. Diddle-diddle-dip. Nö, steht nicht mehr drauf, aber hat sich halt nicht geändert. Steht halt nur nicht mehr Bronsfeld oben drauf. Sollen wir mal ein bisschen ernten gehen? Das ist so unglaublich spannend, wenn ich ernte, ne? Ja. Ich sollte mir wirklich mal überlegen, ob ich irgendwie mal was... Sag mal, Freunde, ihr habt jetzt aber auch echt hier irgendwie... Guck mal, so kann ich den ganz oft schlagen, ne? Wenn ich den nur einmal irgendwie pro Sekunde andipp, dann passiert dem wesentlich mehr. So. Ja, komm, hier einen noch, dann ist er weg. So, und dann hier. Tomaten sind eh gesünder. Super Tomate. Ja. Kleine graue Muschi. Entschuldigung. Ich weiß immer noch nicht, wie man die tamen kann. Kann mir das dann jemand sagen? Danke. So, ja. Hier wollte ich ja mal gucken, dass ich hier irgendwie, so Hängelampen oder sowas anbringe. Ich glaube, die waren relativ teuer. Warte mal, das finden wir mal eben raus. Lamp. Diese hier meine ich, diese Wandlampen. Siehst du hier nämlich, oha, ne? Das ist kein Problem, da habe ich ja genug Zeug von, aber ist so aufwendig. Und da gibt's dann zwei raus. So. Und dann kann man hier nämlich gucken, was man braucht. Ich brauche 4,062 Holz. 0,05, das habe ich ja alles. Ne? Schwarze Farbe und gelbe Farbe kriege ich ja auch ohne Probleme. Ich glaube, ich mache das mal eben und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Dann das weg, das hin, das hin.
Das kann ich jetzt aber preparen to craft. Na, no, es funktioniert. Gut, dann habe ich die Laterne. Dann brauche ich jetzt die anderen Sachen. Ich glaube, das hatte ich auch alles, ne? Ich mach mal 10. Pam! So, 2 kriege ich dafür und 2 pro Durchlauf. Läuft! So, wenn ich genug Material habe, dann kann ich mir damit das Craften natürlich ganz schön ersparen. Und jetzt warten mal, wir sehen die bestimmt total hässlich aus. Hätte sich das nämlich überhaupt nicht gelohnt. Die Frage ist, wohin? Hier wird scheiße aussehen, hier wird sowieso nicht gehen. Bleibt nur hier an den Rändern. Oh Mann. Warum sieht das nicht? Oder hier unten hin? Da unten wäre dann hier, ne? Wie sehen die denn überhaupt aus? Abgesehen davon, dass sie schweben. Ach nee, da ist ein Holz, Ding, das aber nicht richtig sichtbar ist. Mhm. Warte mal, das müssen wir mal erörtern. Gut, dass jetzt Nacht wird. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal hier, das ist tatsächlich so, dass sich das erweitert, das Gras. Ja, das ist schön. So, machen wir die Lampe mal hier hin. Also, von hier sieht man alles, okay. Wenn ich jetzt ein tiefer gehe. Ja, ja, guck mal hier. Wer kann denn hier nicht richtig rendern? Ist das etwa die Mindtest-Engine, die hier nicht rendern kann? Ist das etwa die Mindtest-Engine, die hier nicht rendern kann? Ich bin die Lampe. Die mächtige Lampe. Ich leuchte dir den Weg. Ja, warte mal, kann man da durchgucken so ein bisschen? Na komm, jetzt... Guck mal, die ist so ein bisschen ganz leicht transparent, die Lampe. Ganz leicht kann man das sehen. Außer hier natürlich die Renderfehler. Und hier halt, ne? Ist wahrscheinlich genau derselbe Bug wie bei den Türen. Ja. Ansonsten ist es in Ordnung. Und Licht macht sie auch ordentlich. Ich werde die wohl aber eher nicht um das Haus rumbauen. Dazu finde ich sie dann doch nicht beeindruckend genug. Gut, das ist nun auch nicht schön, aber hey. Ich werde mal hier bei den... dahin und dahin. Kann man die an- und ausschalten? Nein. Das Ding hier dann weg. Na, das Ding hier weg. Das Ding hier weg. So. Ich denke mal, ich werde hier auch mit den Gartenzäunen nochmal ein bisschen arbeiten, dass ich hier so einen abgesperrten Bereich draus mache. Hier und dass es hier dann weitergeht. Das heißt, also Experiment übrigens erfolgreich gewesen. Kann man nämlich gleich wieder vernichten hier. So. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Kies. Dann sind nämlich auch die 28 Minuten schon wieder voll. Ich denke mal, ich werde wieder einen Teil rausschnibbeln. Und mache dann hier nochmal eben kurz zu. So, dann werde ich hier dann nächstes Mal ein bisschen Zaun ranbauen. Und dann hier nehme ich mal so ein bisschen kleiner Mini-Vorhof. Gut, da steht jetzt die Säge und die Truhe. Das ist schon in Ordnung so. Die Truhe könnte eigentlich direkt hier unten dran, oder? Dass die hier so halb drin steht. Guck mal, ist gar nichts drin. Mache ich mal schnell. Hab übrigens immer noch keine Axt. So. Dann kommt, hier. So. Guck mal, geht, ne? Und kann man immer noch benutzen. Dann hat man hier nämlich gleich ein bisschen mehr Platz. Das kommt hier auch noch weg. Und dann denke ich mir hier nächstes Mal ein bisschen was für den Vorhof aus. Und dann war's das für diese Woche. Ich sag mal wieder herzlichen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch eine wunderschöne Woche, die jetzt starten wird mit dem jetzt folgenden Montag.
Nicht vergessen, Montag ist der schönste Tag der Woche. Man sieht seine Kollegen wieder, man kann wieder einkaufen fahren, das Wetter wird wieder besser und nein, also vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschö.